ihr reinschaut. Heute gibt es gebratenen Kabeljau. Hier seht ihr alle Zutaten für die zwei Rezepte, die ich heute mache. Wie immer gibt es eine Zutatenliste in der Infobox zum Nachlesen. Als erstes werden die Kabeljaufilets mit einem Küchenpapier trocken getupft. Danach wird das Kabeljaufilet von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer nach eigenem Geschmack gewürzt. Danach wird das Fischfilet meliert, das heißt einfach in Mehl gewälzt. Das machen wir natürlich mit beiden Filets. Jetzt können wir schon an den Herd gehen und den Fisch braten. Zunächst kommt etwas Olivenöl in eine Pfanne und dann ein schönes Stück Butter rein. Wenn die Butter aufschäumt, können wir den Fisch reingeben. Vorher wird aber das überschüssige Mehl von den Filets abgeklopft. Dann können wir schon ein Filet in die Pfanne legen für das erste Rezept. Nachdem das Filet in der Pfanne liegt, nichts mehr machen. Den Fisch einfach in Ruhe lassen. Nicht bewegen, einfach nur braten. 3,5 bis 4 Minuten. In der Zwischenzeit können Sie ja Ihre Küche aufräumen, so wie ich es gemacht habe. Nach fast 4 Minuten wird der Fisch gewendet. Und jetzt den Fisch wieder in Ruhe lassen. Einfach nur braten lassen. Nach ungefähr 3 Minuten kommt der Saft einer halben Zitrone in die Pfanne. Das wird dann aufschäumen, aber das ist ganz normal so. Eine Minute danach können wir schon das Fischfilet aus der Pfanne nehmen. Als Beilage gibt es Salzkartoffeln. Das sind in Salzwasser gekochte, geschälte Kartoffeln. Ich habe die noch dezent mit etwas Salz gewürzt. Dann kommt noch etwas klein geschnittene Petersilie dazu. Die Kartoffeln werden noch in der Pfanne hin und her geschwenkt. So, jetzt können wir die Kartoffeln auch schon rausnehmen. Die sind nämlich schon fertig und die kommen in den Teller zum Fisch. Und so schaut das erste Fischrezept, wenn es fertig ist, aus. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Rezept. Die Pfanne müssen wir natürlich erstmal sauber machen. Da kommt wieder etwas Öl rein und Butter, wie beim ersten Rezept. Und das Filet in die Pfanne legen und nichts machen. Ganz einfach nur braten lassen und das 3 bis 4 Minuten. Nach ungefähr 3 bis 4 Minuten wird das Fischfilet gewendet.
Das schaut doch richtig lecker aus. Jetzt können wir das Filet mit der Öl-Butter-Mischung übergießen. Das können wir durchaus öfters machen. Jetzt kommt etwas Knoblauch rein. Den Knoblauch kurz anrösten. Jetzt kommt noch frische Petersilie dazu. Nach einer halben Minute löschen wir das mit Weißwein ab. Jetzt wird das Fischfilet noch mit der Soße übergossen. Jetzt können wir das Filet aus der Pfanne nehmen. Da war ich nicht ganz so vorsichtig, da ist mir eine Ecke abgefallen. Die restliche Soße füllen wir in eine kleine Schale. Jetzt in die Pfanne wieder etwas Öl reingeben, wieder ein Stück Butter und dann die Kartoffeln dazu. Das sind wieder Salzkartoffeln. Die werden noch dezent mit Salz gewürzt. Dann kommt noch ein schönes Stück Butter in die Pfanne. Die Kartoffeln sind jetzt fertig, sind heiß genug und haben sogar etwas Farbe und die kommen in den Teller zum Fisch. Jetzt von der Soße noch etwas auf den Fisch geben. Wer möchte auch noch auf die Kartoffeln? Und jetzt schauen wir mal, wie das Filet von innen aussieht. Wunderbar. Also ich finde, da kann man überhaupt nicht meckern. Da ist noch schön feucht. Jetzt sage ich noch Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video.